Herzlich willkommen zur ersten Episode von Lego Fortnite. Wanda ist auf jeden Fall sehr heiß darauf und mit mir natürlich Moon Knight aka Salvo. Was geht ab? Aka der Survival Man. Was geht ab? Ja, wir spielen das erste Mal Lego Fortnite. Das Ganze ist für uns blind. Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was uns erwartet. Man könnte meinen, wir leben hinterm Mond. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Dann würde ich sagen, let's go. Und da wären wir. Was ist das? Spitzhacke. Boah, was ich herausgefunden habe direkt. Was denn? Ich kann laufen und zack. Zack. So, ich wollte mal mit ihr quatschen hier. Mit Farbenbomber reden. Hallo, ich bin Farbenbomber. Du bist Montrigor, nicht wahr? Willkommen in meinem Dorf. Ich dachte, das wäre unser Dorf. Ich würde dir gerne zeigen, wie die Dinge hier laufen. Mein erster Ratschlag, du brauchst Werkzeug. Beginne mit der Herstellung einer Werkbank im Bauen-Menü. Ich würde sie unter einem Dach platzieren. Du kannst schließlich keine Werkbänke benutzen, die dem Regen ausgesetzt sind. Oh, nimm meine Axt, um Holz zu sammeln. Du kannst sie über deinen Rucksack nicht belegt ausrüsten. Perfekt. Okay. Ich will auch mit Farbenbomber reden. Hallo, ich bin Farbenbomber. Du bist ja, Salvo. Perfekt. Eine Werkbank kostet 3 Holz und 5 Granit. Dann probiere ich das mal hier aus. Aber ich kann mit meiner Axt... Ach, ich muss das hier einsammeln. Wir können diese kleinen Granitsteine sammeln. Die hier so rumliegen. Ach, und kleine Holzäste können wir auch sammeln. So, ich laufe mal hier so ein bisschen raus und sammel Steine bzw. Granit. Soll ich das jetzt bauen oder was? Ja, dann. Es reicht ja, wenn ein... Oh, hier ist ein Gegner. Ich probiere es. Boah, gekillt. Eine kleine Spinne. Ja, Mann. Boah. Okay, das hat sich angehört, als wäre was. Oh, sie ist wieder hier. Es wird dunkel. Ich rede mal mit ihr. Wow, das ist eine wunderschöne Werkbank. Du bist ein Naturtalent. Spüre ich da etwa Regentropfen? Oh nein, der Regen sorgt dafür, dass dir kalt wird. Wenn du eine Fackel hältst, wird sie dich warm halten. Oh, vielleicht solltest du an der Werkbank eine Fackel herstellen. Hier sind einige Materialien, mit denen du anfangen kannst. Hat sie mir überhaupt was gegeben? Ja, Ranken habe ich bekommen. Boah, ich kann sogar jetzt eine Fackel bauen. So, wo ist denn die Fackel? Da, Fackel. 3 Stück könnte ich bauen. Es hat direkt aufgehört zu regnen. Das ist schon mal gut. Was müssen wir tun? Über Lebensgrundlagen. Nimm eine Fackel in die Hand. So, machen wir. Ich habe ein Schwein gekillt, damit wir auch ein bisschen Fleisch haben. Dünger einsammeln. Ich nehme es einfach mal mit. Man weiß ja nie. Nimm eine Fackel in die Nebenhand auf. Ach so. Wie nehme ich es denn in die Nebenhand? Nebenhand. Nein, ich hab's weggeschmissen. Aha, du gehst jetzt mit Pfeiltasten nach oben auf dein Inventar, dann gehst du auf die Fackel L2 zur Nebenhand. Oh, ja. So, wir müssen ein Lagerfeuer errichten. Wo machen wir das? Baumenü? Da unten. Ich hätte genügend. Soll ich das machen? Direkt hier? Ja. Ja, einfach drück R2. Bauen. Was ist das hier? Bekommt jemand Schaden? Da hinten ist so ein Wolfszeichen. Sollen wir angreifen gehen? Aber es sind zu... Ist nur ein Wolf? Komm. Komm her. Bevor du unsere Kühe frisst. Boah, der hat voll viel Leben. So, aber der hat gar keine Chance. Aber ich höre noch, also da wie... Da schießt jemand! Das ist, ich höre... Ist das Star Wars oder was? Ja, Mann! Ach du Scheiße, die Bösen von Star Wars! Oh mein Gott, die werden uns töten! Ich versuche ihn von hinten anzugreifen. Boah, die haben... Okay. Oh. Wer sind denn die Guten und wer die Bösen? Ich meine, in Star Wars weiß man das, aber da ist einfach so ein... Okay, er greift mich an. Vielleicht waren die von Star Wars die Guten. Sollen wir zurück ins Lager? Es ist dunkel. Ich weiß nicht, was hier nachts abgeht.
Ja, was müssen wir tun? Wir sammle Holzstäbe oder Planken ein, 6 Stück, baue einen Grill oder interagiere mit einem. Und sie, mit ihr kann ich nochmal reden. Diese Fackel wird dafür sorgen, dass du warm bleibst, während du sie hältst. Du kannst auch Lagerfeuer errichten, um einen Ort warm zu halten. Haben wir gemacht. Oh, ich werde ein klein wenig hungrig. Lass uns ein paar Spiegeleier machen. In meinem Haus ist ein Grill, an dem wir sie zubereiten können. Da du zum ersten Mal einen Grill benutzt, kannst du durchaus noch ein wenig Übung gebrauchen. Wie wäre es also, wenn du 3 Spiegeleier zubereitest? Hier sind ein paar Eier, mit denen du loslegen kannst. Wir könnten gegrilltes Fleisch, glaub du hast Fleisch bekommen vorhin, und Maiskolben könnte man machen auf dem Grill. Ich mache aber jetzt erstmal die Spiegeleier alle 3. Ich könnte jetzt noch gegrilltes Fleisch machen. Ja, warum nicht? Leg drauf. Okay, sammle Holzstäbe oder Planken ein. Hast du diese Mission ebenfalls? Naja. Dann lass uns mal schauen, wo wir die finden. Holzstäbe. So. Hier sind andere Bäume, da teste ich mal an diesen Baum. Hier ist ein Wolf in der Nähe. Da hinten ist ein Wolf. Sollen wir ihn besiegen? Jawohl, ich brauch diese Pistole. Die ist fast kaputt, ich brauch sie komplett. Können wir denn hier auch irgendwas kaputt machen? Boah, ja, Mann. Aufsammeln. Boah, hier ist Dynamit drin. Oh, weg. Okay. So, wir sind hier wieder zurück und wir könnten... Wer ist das? Boah, mit Kuschelbeauftragten reden. Hallo, ich bin Kuschelbeauftragte und lass mich dir eins sagen. Eine Umarmung hat noch nie jemanden geschadet. Wie schön, dich zu treffen. Ich wette, du folgst nur dem Rhythmus deiner eigenen Trommel oder den Wah deiner eigenen Posaune. Ich hoffe, ich habe dieses Wah richtig ausgesprochen. Ich habe ständig diesen Traum von einem netten Dorf, in dem ich mich zur Ruhe setzen kann. Kein Sturm der Welt hält mich auf. Wie kann ich dir helfen? So, ich möchte mit dir plaudern. Lebe in meinem Dorf, kann ich sagen. Also, laut seinem Gesicht weiß ich nicht, ob das ein Psycho ist am Ende. Was sagen Sie? Sollen wir sagen, gerne kannst du bei uns Chaoten leben? Wir brauchen Leute. Okay. Es wäre schon nett, mal an einem neuen Ort zu verweilen. Aber dein Dorf erfüllt meine Anforderungen nicht. Was ist mit dir los? Du hast das Luxus, mit uns hier zu leben. Ich würde mich gern niederlassen, aber dein Dorf ist momentan zu bevölkert. Wir sind zu dritt. Wenn du das Dorflevel erhöhst, wäre vielleicht Platz für mich. Ach so. Wollen wir das machen? Ich tue unser Dorflevel erhöhen auf 2. Sind sie ready? Ja, Moment. Ja. Wie machst du das? Oh, shit. Was ist passiert? Oh, wir kriegen ganz viele neue Baurezepte. Also wir können auf jeden Fall jetzt viel mehr. Und ich quatsch nochmal mit Kuschelbeauftragte und sag, lebe in meinem Dorf. Ein Fleckchen nur für mich? Das klingt nett. Aber dein Dorf erfüllt meine Anforderungen nicht. Was ist los mit dir? Wir sind schon auf Level 2. Ey, ich baue ein Sägewerk. Das müssen wir auch als Aufgabe machen. Gucken, ob das bei dir jetzt oben rechts weggeht. Ja, also bau ein Sägewerk. Ja, das steht auch bei mir. So, Holzstab und Planke, ja. Ah. Okay, jetzt verstehe ich das. So, 6 Stück. Ich quatsch mal nochmal mit Farbenbomber. Da wir nun ein Sägewerk haben, können wir Holz zu Planken verarbeiten. Wir können endlich einen Stall bauen. Lass uns einen Stall im Dorf platzieren. Mein Charakter hat sich verabschiedet, weil Fortnite bei mir abgestürzt ist. Super! Also, unsere Mission ist, das Dorf auf Stufe 3 zu upgraden. Und um das zu machen, brauchen wir noch einen Stall und wir müssen ein Tier rekrutieren. So, was denkst du, wo? Ich glaube, hier wäre es doch schön für einen Stall, oder? Dann mache ich das hier hin, weißt du, einfach so in die Ecke. Der Stall ist das perfekte Zuhause für einen tierischen Freund. Lass uns eine Kuh, ein Schwein, ein Huhn oder ein Schaf in unser Dorf einladen. Tiere sind am Tag auf Erkundung,
Füttere eines mit Tierfutter und führe es dann zurück zum Dorf. Oh, du brauchst möglicherweise etwas mehr Tierfutter, damit dir das Tier bis nach Hause folgt. Ich habe Tierfutter bekommen, quatsch mal am besten mit ihr. So, Hauptsache du willst hier nicht wohnen, hast ja aber schon ein Haus oder was? Okay, hier ist nichts drin. Was ist das? Komm mal ganz kurz. Hä? Es geht weg? Ach du Heilige, hier ist ein Bär. Ein Bär? Ja. Okay, wo ist er? Ich knall ihn ab. Hast du noch genug? Ich hab bestimmt noch 2, 3 Schüsse, nur. Okay, ready? Hast du nichts mehr? Nein. Wir müssen es aber jetzt noch. Oh, ich bin gleich tot. Oh, shit. Weg hier. Weg hier. Lauf um dein Leben. Ist hinter mir her. Ich höre noch. Junge, ich habe keine Energie mehr. Essen. Essen. Töte die Schweine. Lass mich in Ruhe. Oh nein, wir sind auch noch Menschen jetzt. Der ist hinter dir herlaufen. Uiuiui, ist sehr schnell. Helft mir! Okay, der rennt weg. Hinter mir sind Banditen. Hä, wie kommen die denn? Okay, wir dürfen nicht zu weit hier von unserer Basis weg. Also noch nicht. Wir haben keine Waffen. Also wir brauchen später Waffen. Dann. Hühner waren... Hier ist ein Huhn. Ein goldenes. Ich will das goldene haben. Ich will auch das goldene. Streicheln. Komm zu uns. Ja, komm. Ich hab ein Ei bekommen. Ah, wir brauchen Tierfutter. Tierfutter. Füttern. Ich hab den gefüttert. Okay, bring ihn dahin. Und streicheln. So, du kommst hierhin. So. Bring ihn hier hin. Hier rein. Komm rein. Komm schon. Du sollst hier rein. Da, Huhn, zuweisen. Benennen, wie nennen wir den? Ich hab den, glaube ich, einfach Rebell genannt. Wieso? Weiß ich nicht, der stand da schon. Können wir den... Okay, der geht jetzt auf Erkundung. Pass du lieber auf, wo du hingehst. Da hinten sind Bären und Banditen. Okay, dann haben wir einen Huhn namens Rebell. Ja. Was macht der? Ist der dumm? Der will ins Haus. Du sollst hier erkunden. Bring uns gute Sachen mit. Wobei, bevor wir unser Dorfzentrum auf Stufe 3 upgraden, tu es noch nicht, würde ich sagen, schließen wir diese Episode genau an der Stelle hier ab. Hat auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß gemacht. Was mit diesem Huhn? Irgendwas stimmt nicht mit diesem Huhn. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir bereiten alles vor für Stufe 3. Des Dorfzentrums. In dem Sinne, bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Tschaußen. Tschaußen.